Wie schon öfter erwähnt, befinden wir uns hier im Hafen von Rumpenheim, im Mainkurhafen, einem alten Bootshafen, einem alten Main-Boots-Sportboothafen, wo mein Sohn Robin mit seiner Frau Niki und mit seinem Sohn Luke ja ein schönes Plätzchen hat mit Bauwagen, mit Bootsliegeplatz, mit Bootswagen und auch immer jede Menge Sportgeräte dabei. Vor allen Dingen eben Subboards in allen Größenordnungen, und damit waren wir hier gestern auch zu viert auf dem Main unterwegs mit einem Big Sub, und das war auch für mich ganz schön. Wir befinden uns jetzt in Hanau, fahren auf das Schloss Philippsruhe zu. Schön hier, sind wir mal eben von Rumpenheim nach Hanau, 8 Kilometer. Ist immer schön so in den Morgen Rush-Hour-Stunden chillig mit Fahrrad und Hund durch die Gegend zu fahren. Hier geht's die Treppe runter, da können wir nicht runter. Schön, ha? Weiter. Fahrradfahren verboten. Schön, ne? Eine Kurve drehen und wir gehen zurück. Wir sind heute den vierten Tag unterwegs auf unserem Roadtrip mit unserem Dachzeltauto und befinden uns jetzt in unserer alten Wahlheimat im Vorspessart. Und da haben wir gerade beschlossen, dass wir hier auf einer unserer früheren Lieblingspisten, nämlich dem sogenannten Hufeisen an der Birkenheiner Straße, eine kleine Radtour machen, die wir unseren Hunden und uns jetzt an diesem Montag, den 22. Juni, gönnen wollen. Sound. Yes, it's
wenn ich meine Tochter nicht hätte, ich würde mit meiner Vitalität schon längst in der Morbidität oder wie das heißt, Mortalität gelandet sein. Oh yeah, ich bedanke mich vielmals. Bevor wir jetzt auf unsere kleine Rundtour hier im Bereich der Birkenhainer Straße im Spessart losziehen, machen wir erst noch ein kleines Picknick. Am fünften Tag unseres Roadtrips mit Dachzelt, ja, sind wir jetzt wieder gegen Abend in Driedorf im Westerwald gelandet. Den fünften Tag haben wir in unserem Wohnort Gießen verbracht. Samira hatte im Rahmen ihrer Tutorentätigkeit an der Uni Gießen im Fach Deutsch eine Klausuraufsicht. Und ich habe mir gestern eine Patientenverfügung besorgt, gekauft und heute gemeinsam mit meinem Hausarzt in Gießen, mit dem Dr. Kümmel in Gießen besprochen und von ihm quittieren lassen, abstempeln lassen, unterschreiben lassen, sodass jetzt dieses Problem für mich auch gelöst ist. Und jetzt ist es so warm in den Niederungen, dass wir uns freuen, hier wieder im hohen Westerwald zu sein. Der Unterschied zwischen den umliegenden Tälern, dem Maintal, Lahntal, Rheintal zum hohen Westerwald beträgt immer 5 Grad. Und diese 5 Grad sind jetzt sehr angenehm, dass es hier kühler ist und dass wir hier auch Bock haben, die nächsten Tage regelmäßig in der Grombachtalsperre schwimmen zu gehen. Ich wollte schon gerade sagen, hier der Dom von Driedorf, eine Kirche schlicht und einfach, wie sie mir ganz gut gefällt. Richtig oder wolltest du weniger? Nein, das war richtig. Und ich habe den Hunden, wie versprochen, 2 Waffen organisiert. Dafür, dass sie vom Outside schießen. Thank you.
habe ich ihn gegessen rangeholt, weil wir hatten erstmal Lust auf Eis und dann hierher und noch schwimmen gehen. Und jetzt haben wir uns diesen schon wieder kalten Lammerschuh in die Mikrowelle gehauen und das schmeckt mega geil, schmeckt bald besser wie frisch. Wir sind total begeistert und nach so einem Bad im See schmeckt es natürlich umso besser.